Tag. Tag? Ja, bitte. Wohnt hier nicht Martin Kurath? Doch, der wohnt hier. Komm rein. Martin, Besuch für Sie. Tag, Herr Kurath. Enrico. Ja, verstauen Sie was? Allerdings. Das ist vielleicht eine Überraschung. Wo kommst du denn her? Bist du nicht meine Anstalt? Letzte Woche wurde ich entlassen. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Na, komm doch rein. Setz dich. Hast du Hunger? Oder möchtest du was trinken? Danke. Jetzt nicht. Ich. Helmut, bitte. Ich will ja nicht stören. Ich rufe dich nächste Woche an. Also Enrico, was gibt's? Tja, Herr Kurath. Oder soll ich lieber Herr Göttler sagen? Wegen Thomas. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Aber ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn ich... Wenn du was? Thomas wird am Freitag aus Dürnmoos entlassen. Ach. Er ist 21, er hat seine Lehrabschlussprüfung gemacht. Wiedererkennen. Wieso? Wie soll ich das sagen? Er hat sich sehr verändert. Er tut alles, was man von ihm verlangt. Versteht sich sogar mit Dieteln. Keine Widerstandskraft mehr. Er ist ziemlich kaputt. Er wird sich auch nicht bei Ihnen melden. Das weiß ich. Und ich dachte, jetzt, wenn er entlassen wird, dann ob sie da nicht. Ja, ja, natürlich. Nur wenn Sie ihn sehen, kriegen Sie keinen Schreck. Er hat eine Narbe im Gesicht. Eine Narbe? Woher? Was man ihn zurückbrachte von der Flucht. Damals. Dem Titeln. Mit dem Stück Würfelzucker.